can see through your darkness. You're a liar and a murderer. And if you really are Hela, then I have a sword here that can kill a god. So ist es. Wir werden Hela selbst besiegen. Wobei, wenn wir sie besiegen, wer herrscht dann über die Unterwelt? Jetzt muss ich die wahrscheinlich wieder irgendwie zusammensetzen. Oder? Schaut ein bisschen eklig aus, das Ding da. Oder kann ich hier irgendwie drauf laufen? Gott, das setzt sich zusammen, während ich drauf laufe. You're making a mistake searching for Gideon. The same mistake that killed him in the first place. Hat er vielleicht doch recht? Ich weiß es nicht. Aber ich meine, was ist die Alternative? Gibt es mehrere Enden in diesem Spiel? Ich weiß es gar nicht. Hier geht es bestimmt weiter mit Kämpfen. Sei nur, nicht aufgeben. I'm trying to save you from yourself. Something is a lie. The plague of darkness, the butchering of the Yemen horsemen. You saw it yourself. You told everyone I was cursed. They believed you. I believed you. Tell me, Senua, where is Gideon's soul if the darkness is a lie? How you saved him? I know he's here. Dann kämpf, Senua. Kämpf und hol ihn hier raus. Dillian, I know you're here. Hold on. I'll find you. Oh shit, was ist das denn? Das Biest, was wir vorhin schon besiegt hatten. Auch ihn hatten wir schon. Also sind jetzt zwei. Fuck, ey. Das war jetzt bei Raven. Wir sehen alle unsere Gegner nochmal. Beide zusammen schon, wir sind fies. Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt besiegen können. Wir müssen es einfach versuchen. Falschen Zeitpunkt gewählt für die. Dillian! Where is he? You're trying to trick me again with your lies. I know he's here. You took him from me. You have him! Gideon is gone. Gideon is dead. Let him go now. I'm warning you. Niemals. Or what? What can he do to me that you haven't already? Fight me!
Come on! Ach fuck, sind ja so viele. Your own father. You betrayed the gods in search of Dillion, in search of love. Look where that's got you. Oh, das sind so viele. Let go of your battle. Let go of redemption. Let go. Ich hab auch keinen Fokus gerade. Nein, nein, nein. Ah fuck. Don't let your darkness hurt anyone else. Ich glaube, die halten jetzt weniger aus, die Gegner. Oh Gott, ich sehe nichts. Tritt er mich einfach oder was? Das ist Hela. Ihr Schweinehunde! Könnt ihr nicht einer gegen eins mit gegen mich antreten? Müsst ihr euch hier Verstärkung holen oder was? Ich mache euch alle platt. Hela mischt auch noch mit hier. Ich muss hier raus aus der Masse. Ich brauche wieder Fokus. Nein, Senua, nicht aufgeben. Ich bin doch schon tot. Verdammt nochmal. Gott, wie viele denn noch? Wir werden es schaffen. Wenn Hela nicht immer noch dazwischen funken würde. Ich glaube, die bricht meine Attacken nämlich immer ab. Sogar blocken. Oh, gerade noch so, rechtzeitig. Ich bin wirklich surrounded hier von den ganzen Biestern. Wenn ich doch bloß wirklich wüsste, wie ich am besten von denen hier... Ich kann nicht richtig gut ausweichen hier. Ich würde eigentlich versuchen wollen, in eine Ecke zu kommen, wo ich mal ein bisschen mehr Platz habe. Aber das ist irgendwie nicht so leicht. Sollte ich auf meine Stimmen hören? Aber was soll ich denn, wenn ich hier stoppe, dann bin ich auf jeden Fall tot.
kämpfe ich hier wirklich gegen mich selbst? Vielleicht hört es deswegen nicht auf, weil ich ja auch nicht aufgebe. Vielleicht ist das einfach ein endloser Kampf, den ich nicht gewinnen kann. Ich weiß es nicht. Aber bisher ging es immer noch weiter. Nein, nein, das ist ja nur aufstehen. Steh auf. Ist auch das gemeint, dass wir schon dreimal gestorben sind? Das haben wir schon dreimal aufgegeben an der Stelle. Oh Gott, das Rennen klappt nicht mehr so gut. Unfair. Wann komme ich hier ins Schwitzen? Ja, ich habe dauernd irgendwelche hinter mir. Ah, das ist einfach Kacke. Steh auf, bitte. Nein! Verdammt, nein! Konnte ich das echt nicht gewinnen? Ich habe verloren, ne? Aber ich habe Final Battle bekommen. Scheiße. Bist du das, Hela? Scheiße, jetzt hat die das Schwert. Sie mich jetzt damit töten? Wie viel Leid muss ich ertragen? Was soll das heißen? Sie kann ihn nur retten, wenn die Dunkelheit ihn genommen hat.
Wenn er ganz normal gestorben ist, nicht? Also quasi die Dunkelheit, meinen Sie die Pest? Diese schwarze Seuche? Is that what you want me to believe? After all you've done to me? To him? You're not a lie, but you're a liar! You crawled into me to confuse me and deceive me. But I know it. I know you have him. Was jetzt, Senua? Ist das ein Angebot, auf das Sie sich einlassen? Überlegt es euch gut. Er ist eine fähige Kriegerin. Aber auch so kann sie doch mit ihrem Billion nicht zusammen sein. Aber ich glaube, ihr geht es auch wirklich nur darum, dass er lebt. Senua? Senua? Okay, ich dachte schon. War so klar. Und dafür muss sie das Schwert verwenden? Tja, da hättest du sie nicht provozieren sollen. The longer you hide from it, the longer the shadow grows until all you can see is darkness. When our time comes, we must look death in the eye and embrace it as a friend. Only then can we let go of our fear. And
and emerge from that darkness. Nanu? Hat Hela sie uns, hat Hela dafür gesorgt, dass wir ihn sehen, oder? Ist das unsere Erinnerung? Weint sie um ihn? Zeigt sie Mitgefühl? Never forget what it is like to see the world as a child, Senua. Every autumn leaf is like a work of art. Every rolling cloud a moving picture. Every day a new story. We too emerge from this magic, like a wave from the ocean, only to return to the sea. Hat sie losgelassen? Ist sie jetzt Hela? Ich glaube, sie hat losgelassen. Und was heißt das jetzt für uns? Even in darkness, the wonder and the beauty of this world never leaves us. It is always there, waiting to be seen again. So ist es. Konzentrier dich auf die Schönheit, die noch existiert. Es gibt sie. Senua. Öffne sich dafür. Oder willst du weiterkämpfen? Wofür? Sie jetzt die Male verloren? This is where my story once began. And so it has to end here. Because I cannot see further than this. Follow us. We have another story to tell. Hm? My friend. Go with her. This now will be your story to witness. Hey, aber was heißt das denn jetzt? Hela liegt da jetzt tot? Ich verstehe gar nichts mehr. Krass. Also ich glaube, da muss ich noch deutlich drüber nachdenken. Wahnsinn. Also ich habe davon gesehen, also ich habe gesehen, dass es wohl noch eine Fortsetzung, dass eine Fortsetzung geplant ist zum Spiel, die aber wohl noch nicht draußen ist. Ich muss da nochmal genauer recherchieren. Aber ob die auf der Geschichte aufbaut. Aber was bedeutet das jetzt? Haben wir Hela irgendwie besiegt oder haben wir wirklich einfach losgelassen, entschieden, Delian aufzugeben und unser Leben weiterzuleben? Was leider die einzige Möglichkeit ist, so in der Realität, ne? Wenn wir jemanden verlieren, egal wie wir uns anstrengen, egal wie gut wir kämpfen können, wir können nichts, gar nichts dagegen tun, ihn wieder zurück, ihn, sie, wie auch immer, zurückzuholen.
und müssen uns früher oder später entscheiden, die Schönheit im Leben wieder zu entdecken und weiterzumachen, neue Erfahrungen zu machen. Puh, ja, mein Fazit für dieses Spiel. Ich bin auf jeden Fall erstmal wieder geflasht, ne? Es ist ja immer für mich manchmal ein bisschen schwierig, ein Fazit zu ziehen mit dem Spiel, wenn ich erstmal so geflasht bin von der ganzen Geschichte, die nochmal auf mich einwirkt. Aber kommen wir mal dazu. Also auf jeden Fall wieder ein geiles Spiel, finde ich. Geil gemacht. Ich bin auch nach wie vor echt sehr fasziniert von diesem binauralen Audio. Also dieses, dass man halt sehr darauf geachtet hat, dass man die Sachen gut orten kann. Und diese eindrückliche Erfahrung mit den Stimmen, die man ständig hört. Ich finde das schon irgendwie genial gemacht, auch wenn es teilweise natürlich klar ein bisschen nervig ist. Aber ich denke, einen ganz guten Eindruck von ihrer Verrücktheit einfach widerspiegelt. Also es hat auch Spaß gemacht, auch die Kämpfe. Ich fand die Steuerung für den Kämpfen war das an sich nicht extrem schwer. Deswegen, recht, wenn man erstmal so weit drin war, konnte man eigentlich ganz gut kämpfen. Einziges Manko, und das würde ich wirklich als einziges Manko, glaube ich, sehen im Spiel, ist die diese Kamera in der Kampfsteuerung, dass die quasi so ein bisschen immer auf den Gegner ausgerichtet ist und man sich nur im Halbkreis oder im Kreis um ihn bewegen kann. Und dadurch schwierig ist, frei durch Gegner durchzunavigieren. Das wäre noch schön gewesen, dass man das ein bisschen genauer hätte noch steuern können. Aber sonst, die Puzzles, könnte man sagen, dass die vielleicht nicht abwechslungsreich genug waren? Würde ich nicht unbedingt sagen. Nö, ich bin zufrieden damit. Und ja, verabschiede mich dann mal von euch für dieses Let's Play. Falls nicht doch noch eine Möglichkeit gibt, hier was anderes zu erreichen. Ich werde auch nochmal nachschauen, ob es ein alternatives Ende gibt. Vielleicht können wir ja doch noch weiterkämpfen. Vielleicht hätte ich das noch schaffen können, aber ich glaube, das Ende sah schon sehr nach einem endgültigen Ende aus. Von daher, ich sehe euch gerne auch wieder in einem nächsten Let's Play wieder. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr mir zugehört habt. Ich laber gerade ganz schön lange. Deswegen lasse ich doch jetzt einfach mal die Credits weiter durchlaufen. Und begrüße euch gerne in einem anderen Let's Play wieder. Macht's gut, habt einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem. Und bis bald. Tschüss. Ja, und hier schalte ich mich dann mal wieder als Schnitt-Ich dazu. Ich habe dann mal ein bisschen recherchiert. Einerseits, was den Nachfolger angeht, es soll tatsächlich einer kommen. Ich werde dazu mal in der Beschreibung einen Videolink posten von dem Trailer, der jetzt zur Zeit, als ich das jetzt gerade aufnehme, also den Kommentar, rausgekommen ist. Als nächstes die Frage, gibt es denn noch ein alternatives Ende? Nicht wirklich. Also auch da werde ich mal noch ein Video verlinken von einem anderen Let's Player, der auch das, sagen wir mal, erweiterte Ende gespielt hat. Das ist eine Sache, die man einfach nur bonusmäßig freischalten kann, indem man nämlich alle diese Steine sich anhört mit diesen extra Infos. Dann schaltet man eine kurze Sequenz im Prinzip frei, noch am Ende, wenn Senua durch diesen Spiegel geht, bevor sie direkt zu Hela kommt, wo Drus ein bisschen was erzählt und im Prinzip, ich glaube, das Wichtigste, was er erzählt, ist, dass eigentlich nämlich der Vater von Senua an einem schuld ist, dass er die Männer nämlich da reingelassen hat und alle abschlachten lassen, dass er quasi ein Verräter war. Sehr interessante Info, nicht wahr? Ja, und zu guter Letzt gibt es ja in Hellblade noch eine Hellblade-Funktion, so heißt es im Hauptmenü. Und damit haben wir die Möglichkeit, so eine Art Making-of zu gucken des Spiels und noch ein paar Hintergrundinfos zu bekommen. Kann ich euch sehr empfehlen, das wird dann als nächste Folge kommen, weil das doch auch ein bisschen länger geht, also auch so 20, 30 Minuten ungefähr. Und ja, viel Spaß damit dann. Und wie gesagt, vielen Dank, dass ihr da wart und bis bald.